Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt wechsle ich gleich auf sie. Und dann schauen wir mal, dass wir einfach alles kaputt hauen hier so schnell wie möglich. Auch die dunkle Impa hier, auch wenn die echt viel aushält. Aber das kriegen wir schon hin. Ich würde gern den da mal schnell kaputt machen. Genau dich meine ich. Du brauchst gar nicht so gucken. Mein Gott, die dunkle Impa ist unsterblich. Ich glaube, die müssen wir lieber... Wo läuft die denn hin? Okay. Ich würde jetzt trotzdem gern besiegen, die dunkle Impa. Weil ich wissen will, ob dann 1 Million Gegner spawnen, wenn wir es schaffen. Das wäre nämlich cool. Hi Merlin, wie geht's? Ach so, ach Mann. Dienstag ist doch Streamstag, Merlin. Ich glaube, ich muss mal die Wiese hacken. Die macht aber irgendwie auch nichts, oder? Mach doch mal Angriffe, dunkle Imper, die ich kontern kann. Das wäre echt hilfreich. Statt immer nur irgendwie komisch rumzulaufen. Aber ich meine, es funktioniert ja eh. Es kostet nur ein bisschen viel Zeit, aber okay. Solange wir Manhandler da hinten nicht anlocken... Oh, jetzt macht sie endlich was. Sehr schön, danke. Kann ich mal ihre Ausdauerleiste senken. Was jetzt aber auch nicht mehr nötig sein wird, glaube ich. Oder doch? Warum nicht? Schöner Finisher. Yeah. Geschafft. Bei Bossen sind, hast du mittlerweile Sekiro durch? Ja, habe ich durch. Kann ich sagen. Und damit meine ich, nee, habe ich nicht durch. Also ich habe den letzten Boss nicht geschafft, aber das ist mir mittlerweile auch wurscht. Solche Spiele sind für mich durchgespielt, wenn ich zum letzten Boss gekommen bin. Und dass ich mich da jetzt nochmal eine Woche hinsetze und den lerne, da fehlt mir die Motivation. Genauso habe ich auch die meisten Dark Souls Spiele übrigens durchgespielt. Ich glaube, ich habe nur den zweiten und... Na gut, das stimmt nicht. Den zweiten und den dritten Teil habe ich tatsächlich durchgespielt. Aber auch beim ersten habe ich noch ein Savegame, wo ich irgendwie vorm Bossraum vom letzten Endboss sitze. Und irgendwie ist das auch dann okay für mich. Das muss dann nicht mehr sein. Und bei Sekiro ist es genauso. Das habe ich quasi so durchgespielt, wie ich ganz viele Souls-Spiele durchgespielt habe. Bis zum letzten Boss. Und mehr muss ich mir nicht beweisen. Nee, ich weiß nicht, da ist irgendwie die Motivation dann vorbei. Weil ich mag die Spiele halt wirklich gerne. Mir macht einfach das Gameplay Spaß und ich spiele die gerne und entdecke gerne neue Bereiche und so weiter. Aber wenn ich dann eh alle Bosse besiegt habe und wenn ich eh schon beim letzten Boss bin, dann weiß ich, dass danach nichts Neues mehr kommt. Und dann fehlt mir die Motivation, mich da noch durchzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, die Dinger zu besiegen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Weil warum denn eigentlich nicht? Wir haben, glaube ich, die Zeit dafür, hoffe ich. Jetzt wird uns am Schluss die Zeit ausgehen. Wetten, jetzt besiege ich die beiden Manhandler und dann haben wir den Salat. Oh Mist. Da kommt ihr zwei, macht noch was. Gut, brav.
So, 5 Minuten und gerade mal 100 Kills von 800. Das sieht zwar auf dem Papier echt nicht gut aus, aber wenn man bedenkt, dass es hauptsächlich nervige Bosse waren, dann ist das schon in Ordnung, glaube ich. Oh, ich versuche mir das schön zu reden. Lasst mir die Illusion. Ah, Mist. Ein Kopf nicht erwischt. Dann mach bitte was, Kopf. Ah doch, habe ich doch alle erwischt. Ah, na, das ist okay von mir aus. Beschwere ich mich nicht. Ah, Mist, ey. Ach, das geht eigentlich. Das ist bei mir nicht so schlimm. Ich kann damit abschließen. Wenn ich mit einem Spiel abgeschlossen habe, habe ich damit abgeschlossen. Dann ist es eigentlich egal, wo und wie und wann. Es gibt viele Spiele, die ich noch im Hinterkopf habe, wo ich mir denke, ah, ich müsste doch mal vielleicht nochmal weiterspielen und Das kenne ich schon auch, aber es gibt einfach auch den Punkt, wo ich mit Spielen abschließe. Und das muss nicht unbedingt der Punkt sein, wo ich sie durchgespielt habe. Gibt es auch bei Spielen, die mir eigentlich voll gefallen haben, wo ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich merke, eigentlich ist es nur noch Arbeit und macht mir gar keinen Spaß mehr. Dann kann es auch mal sein, dass ich mit einem Spiel aufhöre einfach. Aber das ist dann für mich auch so abgeschlossen, das passt schon. Aber es gibt einige Spiele, die würden mir Spaß machen, ich habe nur keine Zeit. Und das ist dann immer ärgerlich und das nagt dann an mir. So geht es mir mit Disco Elysium zurzeit. Ich finde das so großartig, aber habe schon lange nicht mehr weiterspielen können. Schon so lange, dass ich jetzt wieder überlege, nochmal von vorn anzufangen, weil ich habe ja so viele Sachen schon gar nicht mehr im Gedächtnis. Und das ist immer gefährlich, wenn ein Spiel mal so weit ist, also so, wenn ich so weit vom Spiel entfernt bin, dass ich schon drüber nachdenke, nochmal neu anzufangen, läuft das immer Gefahr, dass ich es gar nicht mehr spiele, leider. Aber das wäre super schade um Disco Elysium. Das muss ich unbedingt beenden. Mann, war das eine schwere Geburt. Oder eher eine schwere Tötung. So ziemlich das Gegenteil von der Geburt. Okay, ich glaube, das hat irgendwie nichts gebracht, oder? Deswegen spawnen jetzt auch keine riesigen Truppenverbände. Ich glaube, ich muss mich jetzt einfach darauf konzentrieren, Gegner kaputt zu hauen. Und den A-Rang habe ich mir mit dem Kampf jetzt quasi auch versaut. Also falls ich das nochmal machen muss, weiß ich es jetzt. Die großen Monster werden einfach möglichst ignoriert. Nur wenn die, genau, wenn die Generäle wie Pinatas aufplatzen, dann spawnen plötzlich ganz viele kleine Gegner auch noch. Das lohnt sich, aber die Supermonster kann man sich scheinbar echt schenken. Genauso wie die Schatten. Ich hatte eine ganze Zeit lang immer das Gefühl, dass ich jedes Spiel zu Ende spielen muss, weil sonst hatte ich irgendwie das Gefühl von unerledigten Sachen. Aber das habe ich mir zum Glück abgewöhnt, weil man verbringt dann einfach viel zu viel Zeit mit Sachen, auf die man eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Und für eine Freizeitbeschäftigung ist das nicht unbedingt das Förderlichste, so ein bisschen. Das geht so ein bisschen gegen das Konzept von Eskapismus, wo man eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat. Wo sind meine Bomben? Au. Au.
Au, jetzt hau doch ab, dunkle Sheik. Was soll denn das jetzt? Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt nochmal gegen die kämpfe. Sollte ich eigentlich nicht machen, aber irgendwie macht so viel Spaß. Aber ich habe jetzt nur noch 10 Minuten, komm. Jetzt müssen wir echt uns ranhalten, glaube ich. Nein, nicht in Art. Also wirklich, ausgerechnet jetzt machst du deine Wirbelzwirbel-Zauberattacke. Ich wollte eigentlich nur das ganze Zeug hier schnell mitnehmen. Können wir nämlich brauchen. Da hinten sind ganz viele Gegner. Kann die Qualität nicht runterschrauben. Ja, das gibt's leider manchmal, Merlin. Das ist voll blöd. Manchmal, wenn viele Streamer gleichzeitig streamen, dann gibt's nur die Streams mit den meisten Zuschauern. Gibt's nur für diese Streams mit sehr vielen Zuschauern die Möglichkeit, die Qualität zu verändern. Das ist total blöd. Ich weiß. Aber manchmal ist das leider so. Das war am Anfang fast Standard bei mir. Zum Glück ist es mittlerweile nicht mehr so. Aber immer wieder mal. Und ich weiß, dass es, wenn man schlechteres Internet hat, total blöd. Aber kann ich leider nichts machen. Das ist Twitch. Okay. Die haben wir so ziemlich. Triftag! Danke fürs Verlauen. Cool, dass du mit dabei bist. Hallo. Grüß Gott. Yay! Hat dieses Steinding gerade Energie verloren wegen meiner Spezialattacke? Das ist ja ganz was Neues. Ich dachte, die kann man einfach nur mit Bomben besiegen und sonst sind die immun. Aber durch meine Superattacke hat das scheinbar Schaden genommen. Zwar nicht zerstört Schaden, aber angeknackst Schaden. Interessant. Interessant. Was betrifft die Länge meiner Arme? Moment mal, ich muss mal ganz kurz den Chat lesen, was da steht. Wie dünn deine Arme mittlerweile sind. Zwei Pitboys gleichzeitig an den linken Arm. Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, aber ist es nicht... Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich verstehe, das versteht niemand. Das versteht niemand, warum das in Deutschland im Jahr 2020 noch problematisch ist, dass man Twitch-Stream mit HD-Auflösung verfolgen kann. Das ist eines der großen Rätsel. Ich meine, gut, so rätselhaft ist das gar nicht. Sowas passiert halt, wenn man 100 Jahre fast ununterbrochen eine konservative Regierung hat. Die stehen halt nicht unbedingt für Fortschritt. Das ist halt einfach wirklich so nicht deren Stärke. Deren ganzes Konzept ist quasi das Gegenteil von Fortschritt. Insofern muss einem das nicht unbedingt wundern. Aber irgendwie tut es trotzdem, weil es einfach unglaublich ist. Ich meine, mittlerweile hat Deutschland zum Glück ein bisschen aufgeholt, aber es gab einige Jahre, da waren wir auf dem Niveau von einem dritten Weltland, was Internet angeht. What the fuck? Naja. Ich glaube,
Oh nein, jetzt ist Sheik geflohen. Jetzt ist Sheik Game Over gegangen. Und es lief gerade so gut. Come on. Jetzt muss man echt auch noch auf seinen NPC-Begleiter Trottel aufpassen. Na super. Ich glaube, ich mache eine andere Mission. Eigentlich bei Kohl, der wollte damals das Kupferkabel für Kabel-TV haben, anstelle von Glasfaser. Gute Entscheidung, rückblickend. Nicht für ungut, Seppo, aber dritte Weltländer haben besseres Internet als Deutschland. Ja, sag ich doch, das habe ich doch gesagt. Mittlerweile hat Deutschland da ziemlich aufgeholt, aber... es ist einfach immer noch nicht gut. Das ist ja gerade das Irre. Okay, ich mach's doch nochmal. Aber diesmal ignoriere ich einfach absolut alles außer kleine Gegner, die ich einfach verhaue. So schnell es geht. Alle anderen können mir gestohlen bleiben. Beziehungsweise muss ich die, glaube ich, hauen, damit mehr spawnen. Aber die sind die einzigen, die ich haue. Sonst haue ich niemanden. Wo läuft er denn hin? Jetzt lauf doch nicht weg. Du musst neue Minions für mich spawnen. Das geht nur mit einem Opferritual. So. Und plötzlich, wusch, kommen sie alle aus ihm rausgekrochen. Eklig irgendwie. Wie so kleine Spinnenbabys. Okay. Oh, come on. Du Blöder. Ihr stirbt. Na, danke. Komm, einfach so schnell wie es geht 800 Gegner besiegen. Das kann eigentlich nicht so schwer sein. In so normalen Missionen hat man in der Regel gut 2000 Gegner. Mal auf die Schnelle. Au, au, au. Au. Ah, aber so generell, so starke sind schon nervig, wenn man einfach nur Gegnertruppen verhauen will. Okay, weiter. Weiter zum nächsten. Gegner Haufen. Keine Zeit verlieren. Gute Nacht, Glodo. Mach's gut. Dankeschön. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ich will doch nur 800 Monster töten. Ist denn das zu viel verlangt? Da ist jetzt der da. Das ist halt super gefährlich, in der Nähe von dem zu kämpfen. Wenn der seine Nussattacke macht, sind wir 0, nix tot. Da müssen wir echt aufpassen und ein bisschen Abstand halten vielleicht. Wahrscheinlich ist das auch eher so gedacht. Ich glaube, ich soll den gar nicht besiegen. Der ist nämlich auch ziemlich krass. Ich glaube, ich soll eher Abstand halten. Oh, da hinten sind so viele. Schnell. Oh oh. Apropos Abstand halten. Lauf. Ja, den nehmen wir noch mit. So. Ich glaube... Ja, nee, passt schon. Sheik hat noch genug Lebensenergie. Die dunkle Sheik hat wieder ein paar Truppen gesammelt. Die hauen wir wieder kaputt. Und dann laufen wir weiter. So, sehr gut. Die dunkle Zelda da hinten. Aha.
Dann machen wir auch ihre Truppen kaputt und dann geht's gleich weiter. Ah, komm schon. Nein, das war doch gemein. Da trifft er mich mit seinen Nussattacken noch irgendwie so ein bisschen an der Ferse und wir sind halb tot. Jetzt wäre ein bisschen Heilung nicht schlecht. Ach so, warte mal. Ich vergesse immer, dass ich ja einen Heiltrank dabei habe, Mensch. Der ist schon nützlich. Okay, jetzt sind beide Bosse hier an dem Ende. Dann laufe ich jetzt einmal hinten rum und räume von hinten nochmal auf. Ah, das lohnt sich kaum hier zu halten, aber da sieht es doch ganz gut aus. Leider schon wieder gehen. Ich muss mich gerade konzentrieren, deswegen schaue ich gerade nicht in den Chat. Okay. Aber es läuft, glaube ich, schon viel besser als bei den ersten beiden Versuchen. Feind hat Verstärkung erhalten. Sehr gut. Die Verstärkung ist leider komplett da, wo die ganzen nervigen Gegner sind. Aber wenn wir hier jetzt aufgeräumt haben, schauen wir da nochmal hin zur Not. Wobei vielleicht mit ein bisschen Glück geht es sich sogar aus. Es sind nur noch 170, die wir brauchen. Das sind schon noch ein paar, die wir uns holen können. Die Lebensenergie von Sheik sieht auch noch ganz okay aus. Dann laufe ich jetzt auch mal hin, wo die kämpft. Oh nein, jetzt werden wir von den Bossen verfolgt. Ich dachte ehrlich gesagt, die kommen hier nicht her. Aber wir sind nirgends vor ihnen sicher. Sie sind überall. Dann machen wir hier so schnell wie es geht alle kaputt. Ja, dann kann ich dahin, wo die vorher waren, da alle kaputt machen. Das ist eigentlich super. Müssen wir nur uns nur noch Sorgen machen, dass Sheik hier nichts passiert. Ah, das war's schon. Perfekt, da war jetzt nochmal ein riesiger Haufen. Na, Gott sei Dank, Sheik, wir haben es geschafft, ohne dass du stirbst. Ohne dass ich sterbe. Ohne dass irgendwer stirbt. Alle sind fröhlich. Ja, und wir haben sogar A-Rang. Perfekt, alles, was wir jemals erreichen wollten. Wunderbar. Ta-ta-ta-ta-ta! Cool. Oh, das war jetzt... Mein Gott, war das jetzt. Aber jetzt ist alles gut. Note 1 mit Sternchen. Ja. Es gibt hier nicht mal irgendwie noch so spezielle S-Ränge oder A-Plus-Ränge oder so in dem Spiel. A ist tatsächlich der beste Rang. So, wenn wir jetzt zu der Link-Waffe wollen, müssen wir jetzt das hier noch machen. A-Rang gibt es einen Herzcontainer für Link. Ach, wir brauchen erst eine Harfe. Na, die kaufen wir. Die Lyra der Göttin. Was man bei Zelda nicht alles lernt. Ich glaube, ohne Zelda wüsste ich nicht, was eine Ocarina ist. Und jetzt weiß ich auch, was eine Lyra ist. Ich dachte immer, das ist eine Währung. Haha.
Aber ich glaube, das heißt nur, dass wir die Mission... Nee, stimmt schon. Passt schon. Alles gut. Ah, hier kämpfen wir zum ersten Mal gegen ein Skyward Sword Boss Monster. Gut, gut. Hier sind alle Charaktere Level 1 oder so. Das ist nicht so gut. Nehmen wir mal trotzdem Linkle. Die hat eigentlich ganz coole Moves. Die hat eigentlich ganz coole Kombos. Wenn wir die noch ein bisschen... Yo! Na schau, können wir sogar noch ein bisschen upgraden. Ihre B-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 Kombo. Das zeigt auch schon die Komplexität der Kombos in dem Spiel, dass ihr das auch mal seht. Die Kombos, die ich jetzt mit ihr momentan freigeschaltet habe, sind B-B-B-B-B-B, B-B-B-B-Y und B-B-B-B-B-B-B. Und genau so kämpft man im Grunde. Da macht man ab und zu mit X, wenn die Leiste voll ist, einen Special Move. Und mit R aktiviert man seine super, super Special Move Leiste. Das ist im Grunde so das Gameplay. Aber es ist einfach schön. Schöne Zerstreuung. Glissy. Glissy. Warum nicht? Oder was ein Windfisch ist. Oh, was müssen wir denn hier machen? Besiege alle Feinde. Okay. Das schaffen wir. Ah, Moment. Hä? Oh, das sind nur so kleine Versionen von denen. Das ist ja irgendwie interessant. Oh. Aber das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, dass es die auch in klein gibt. Ich bin gerade echt verwirrt ein bisschen. Aber gut. Oh Gott, was macht er denn da? Achtung, Schockwelle. Als hat der andere irgendwas gemacht in der Zeit. Oh Mann, ey, die beiden sind nervig. Aber die kriegen wir schon hin. Komm schon, hau den weg, bevor er wieder irgendwie Blödsinn anstellt. Und jetzt können wir uns um den anderen kümmern, der auch nervig genug ist. Im Grunde ist die von den Moves her eher Dante aus Devil May Cry oder sowas. So, geschafft. Immerhin. Weiter geht's. Hi Aldous, wie geht's? Vielleicht würde mir so ein Spiel auch ein bisschen Spaß machen, wenn es eine Franchise geben würde, die ich echt mag. Aber ich glaube, da gibt es nicht so viele. Welche gibt es da? Oh, da gibt es alles. Da gibt es alles, wirklich. Wir haben sogar für die PlayStation mehrere hier und für die Xbox 360. Zum Beispiel One Piece fällt mir spontan ein, weil ich das kenne. Fire Emblem, aber da sind die neuen Fire Emblem Spiele nicht dabei und mit den alten kannst du, glaube ich, eh nichts anfangen. Was? Da gibt es aber viele, da müssten wir mal schauen. Für die PS4 gibt es zumindest wirklich viele, viele. Für die Switch gibt es momentan, glaube ich, nur die Hauptreihe, Dynasty Warriors, Fire Emblem und Zelda. Sonst glaube ich nichts, aber ich könnte mich täuschen. Aber, ja, genau. Da können wir echt mal gucken.
Ja, mir ging es mit vielen Reihen so. Bei Assassin's Creed war es für mich ganz stark so, weil von den ersten Assassin's Creed war ich wirklich begeistert. Das hat mich echt umgehauen. Aus vielen Gründen fand ich das echt beeindruckend. Das hat mir total Spaß gemacht und ich fand es total cool. Und beim zweiten hat die Faszination für mich schon sehr stark nachgelassen. Und mittlerweile, selbst als es dann so einen Wandel zum Rollenspiel gemacht habe, habe ich einfach irgendwie überhaupt kein Interesse mehr dran. Und es nervt mich eher irgendwie, leider. Ah, Mist. Dabei hat mich das erste so umgehauen. Au. Au, jetzt haut mal ab hier. Was für eine Mörder-Kombo, in die mich die beiden hier nehmen, hey. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den hier, weil den kann man leichter dazu bringen, dass er einem festnagelt, damit der andere seinen Drachen-Move machen kann. Verdammt. Das war nicht geplant. Hey, das ist wirklich eine gemeine Kombo, die zwei. Das ist echt irre. Hätte ich doch mal einen stärkeren Charakter genommen, irgendwie. Jetzt sitze ich hier ganz schön in der Patsche. Okay. Was für Töpfe gibt es in diesem Raum? Absolut keine sinnvollen. Ausgezeichnet. Quatsch. Da muss ich mal schnell meinen Heiltrank nehmen. Und jetzt haut mich der gleich, natürlich. Die sind echt heftig. Au. Ich glaube, ich bin in Bereiche der Karte vorgedrungen, in denen die Levelvoraussetzung ein bisschen höher ist, als meine Figuren sind offensichtlich. Was nicht heißt, dass es unmöglich ist. Es heißt nur, dass es schwer wird. Weil die Gegnerkombination hier jetzt echt gerade gemein sind. Das war vorher im Raum schon eine üble Kombination. Die hier ist nicht gerade leichter. Aber jetzt lässt uns der Drachenkerl zum Glück ein bisschen in Ruhe. Jetzt können wir uns ein bisschen um den da kümmern. Oh. Ah, shit. Jetzt habe ich die falsche Waffe ausgerüstet gehabt. Ich brauche den Bogen, Mensch. Ah, ärgerlich. Na gut. Jetzt haben wir noch 2,5 Herzchen für ihn. Dann schauen wir mal. Ah, Mist. Nein, ich habe ganz vergessen, dass wir eine Fee haben, die uns wieder erweckt. Ha! Damit hat er wohl auch nicht gerechnet. Gott, du sollst bitte sterben. Ich sehe doch schon, dass du überhaupt keine Energie mehr hast. Jetzt sei doch. Also bitte, sei doch nicht so unhöflich. Ja, Level up. Dankeschön. Das kommt gerade recht. Also ich glaube, A-Rang können wir knicken. Aber ich wäre schon sehr glücklich, wenn wir es einfach schaffen würden, diese Mission hier. Ich gehe mal ein bisschen Wiese schneiden. Mit ein bisschen Glück, wenn die Entwickler nett sind, kriegen wir genug Magie zusammen, dass wir einmal unseren Magie-Superangriff machen können. Das wäre ziemlich gut. Rotkäppchen wird vom Wolf gefressen, aber das Grünkäppchen bringt alle um. Ganz genau. Ja, das geht mir auch so. So Serien, die jedes Jahr rauskommen, werden für mich sowieso auch schnell langweilig. Selbst bei Serien, die mich da wirklich interessieren, lasse ich eigentlich immer 1-2 Jahre aus, bevor ich mir wieder einen Teil hole.
Devil May Cry hat mich auch nie wirklich abgeholt, aber das liegt einfach nur dran, dass ich eben einfach kein großer Fan von schnellen Actionspielen bin. Und Devil May Cry ist quasi die Quintessenz von schnellen Actionspielen. Jetzt muss ich auf engstem Raum gegen zwei kleine und einen großen kämpfen. Ist das deren Ernst? Ich glaube, die Mission können wir mit Linkel vergessen. Hätte ich mal einen echten Charakter genommen. Oh Mann, ey. Ich habe mir gedacht, jetzt haben wir so viel geschafft. Das schaffen wir jetzt auch noch. Aber jetzt bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Oh, come on. Oh, das ist... Die drei hier, das ist unglaublich. Das ist total bekloppt. Komm schon. Nein, jetzt hau ab. Ich muss doch den Großen hauen. Und dann macht der Kleine hier so Blödsinn. Also echt. Die Spinnen. Okay, einer von den Kleinen ist immerhin besiegt, scheinbar. Gott, Kamera, du bist gerade nicht sehr hilfreich. Oh Gott. Ist das bekloppt hier. Okay, immerhin. Immerhin haben wir jetzt nur noch den Großen, um den wir uns kümmern müssen. Und dessen seltsam widerliche Zehen wir kaputt machen müssen. Mist, das war nicht gut. Das könnte knapp werden, aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Nee, guck mal, wir ziehen dem kaum Energie ab. Der ist einfach zu stark. Wir müssen das mindestens drei, vielleicht sogar viermal schaffen. Das da dreimal wahrscheinlich. Und das schaffen wir nicht, ohne noch ein einziges Mal getroffen zu werden. Schade, schade. Hätte beinahe hingehaut, Linkel. Aber ein paar Level-Ups haben wir bekommen. Ich glaube, die darf man behalten, oder? Ich hoffe es. Das wäre sonst gemein. Aber ich werde nicht aufgeben. Bis zum bitteren Ende. Das sehr bald eintreten könnte. Ah, zum Beispiel jetzt. Nein, wir leben noch. Ein halbes Herz. Oh Mann. Shit. Jetzt macht er einen Angriff, von dem ich leider nicht weiß, wie man ihm ausweichen kann. Oh, irgendwie habe ich es geschafft. Interessante Kameraperspektive. Okay.
Ach Gott. Wir haben noch ein Viertelherz. Jetzt macht er irgendwie... Guckt er, das ist so gemein. Jetzt haben seine Stampfer noch viel mehr Reichweite. Als ob er nicht vorher schon gefährlich genug gewesen wäre. Ah, jetzt hat er uns erwischt. Knapp daneben, würde ich sagen. Creepy und gleichzeitig niedlich. Ah.